Herzlich willkommen bei Miga Caravan in Dinkelsbühl. Ich möchte euch als allererstes ein gesundes neues Jahr wünschen. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch ins neue Jahr, seid alle gut rübergekommen und dass wir in das Jahr 2024 wieder mit voller Energie und richtig gut losstarten können. Ich jedenfalls bin gut reingekommen und hatten eine wunderschöne Zeit. Heute sind wir einfach nur hier, um Inventur zu machen und ein paar Kleinigkeiten zu machen und unter anderem ein neues Video für euch zu kreieren. Und zwar, wir haben ja hier noch nicht alles durch. Zu den Thematiken der einzelnen Geräte gehört natürlich auch die Steuerbarkeit der einzelnen Geräte. Und da nehmen wir heute, weil wir immer wieder ganz viele Rückfragen haben, wie das mit der WCS-App, dieser Akku-App, übers BMS, die Verbindung und so weiter funktioniert, haben wir heute mal die App dementsprechend analysiert und die in der Funktion möchte ich heute euch einfach mal vorstellen. Mit den ganzen Kniffs und Tricks, wo was für ein Schalterchen, wo was dementsprechend bearbeitet, sprich bedient oder ausgelesen werden kann. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal näher an und dazu gehen wir mal am PC und ich spiegel euch das Ganze in den PC und wir gucken mal, was wir dabei Neues entdecken. Also, auf geht's. So, und hier starten wir gleich mit der WCS Zyklon App. Ich mache jetzt einfach mal die App auf. Das heißt, so startet die. Hier haben wir jetzt als allererstes die Startseite, sprich die Verbindungsseite über Bluetooth. Hier sehen wir alle Geräte, die natürlich Bluetooth aussenden. Wir wollen aber explizit unsere Akkus, das heißt, wenn ich natürlich hier weg bin, dann sehe ich auch kein MacBook Air und kein Michael 123, weil das alles meine Computer sind. Auch meine iWatch sieht man hier und das ist totaler Quatsch, aber natürlich wollen wir uns mit den Akkus verbinden. Ich verbinde mich jetzt einfach einmal mit dem E03-124, tippe den kurz an und dann möchte er sich mit dem verbinden. Jetzt möchte er ein kleines Passwort haben. Das ist in dem Fall die 0, also 6 mal die 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist das Standardpasswort. Drücken auf OK. Und das Gleiche mache ich jetzt, weil man mit zwei Akkus, mit dem 06-119, damit wir mal sehen, wie das ausschaut, auch hier wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal die 0. Und jetzt sind wir mit den beiden Akkus verbunden. Steht auch da, gelbes Licht, verbunden. Jetzt gehen wir unten auf die zweite Seite, sprich hier die Startseite. Da drücken wir jetzt mal drauf und dann sehen wir als allererstes eine Übersicht. In der Übersicht wird hier erklärt, die Akkus haben 13,2 Volt, aktuell fließen 0 Ampere und 0 Watt. Der Akkustand kumuliert von den beiden Akkus beträgt 74%. Wenn wir jetzt weiter runter scrollen, dann sehen wir die Akkus im Einzelnen. Akku 1, Akku 2. Natürlich habe ich jetzt willkürliche Akkus genommen, darum sind die Akkustände sehr unterschiedlich. Auch hier wieder 13,1 Volt, 13,2 Volt. Klar, der hat 83%, der hat 66%, darum kumuliert 74%. Hier haben wir dann auch wieder die Ampere, was fließen. Hier unter anderem sehen wir auch die Zyklen und so weiter und so fort, die ganzen technischen Details. Jetzt haben wir eine Besonderheit. Hier haben wir ein Häuschen mit einem Zahnrädchen drin. Wenn wir hier mal draufklicken, können wir pro Akku das Passwort ändern. Das heißt, wir haben oben als erstes das alte Passwort und hier unten geben wir dann unser neues Passwort ein. Bestätigen das Ganze mit OK, ich natürlich jetzt mit Canceln und dann ist auch hier ein Passwort geändert, nicht mehr das Standardpasswort mit 6 mal die 0. Ja, mehr gibt es eigentlich schon gar nicht mehr zu sagen. Oben rechts, hier sehen wir noch die Kerntemperatur der Akkus, damit wir wissen, wie viel Temperatur die haben. Auch hier sehen wir es im Einzelnen, 18,3, 18,2. Das kann man hier alles ablesen. Das sind so kleine Besonderheiten. Dann haben wir hier, wenn er jetzt geladen werden würde, die Ladezeit in der jeweiligen Situation oder die verfügbare Zeit, wenn Strom entnommen wird,
würde hier stehen, keine Ahnung, 24 Stunden bei 1 Ampere oder je nachdem, was halt rausgeht. So ist im Prinzip diese App zu lesen. Jetzt haben wir noch eine Seite. Und zwar, wenn wir ein Stück weitergehen, haben wir hier noch eine Seite, Zellenüberwachung. Jetzt drücken wir hier mal drauf, Zellenüberwachung als Einzelnes. So, hier haben wir jetzt die vier einzelnen Zellen. Jede Batterie oder jeder Akku besteht aus vier einzelnen Zellen. Hier können wir jede einzelne Zelle dementsprechend begutachten, wie viel Volt sie haben, ob sie nahezu identisch sind. Wenn hier irgendwas nicht stimmen würde, dann würde die rot umrandet sein, was aber nicht dramatisch ist, weil dann macht die Zelle entweder einen internen Zellenausgleich oder sonstiges und kumuliert sich, damit das Ganze wieder funktioniert und gleicht sich entsprechend aus. Dazu haben wir dann, wenn ernsthaft ein Problem stattfinden sollte, hier auf der Infoseite, wenn wir jetzt hier draufklicken, Informationen, jede Menge Fehlerinformationen. Und wenn da eine stattfinden würde, würde dieses Lämpchen rot leuchten. Das heißt zum Beispiel Temperatur zu hoch, dann würde hier diese Fehlermeldung rot leuchten. Die Thematik haben wir nicht und hier ist alles grün, alles ist schick, Zellenüberwachung passt. Gehen wir wieder zurück, denn hier haben wir nämlich einen Ladeschalter und einen Entladeschalter. Das heißt, hier können wir die Akkus an- und ausschalten. Hier können wir die Ladung an- und ausschalten und hier können wir die Entladung an- und ausschalten. Entladung heißt, wir können hier den Akku zack ausschalten. Das ist wie ein Hauptschalter. Da wir aber jetzt zwei Akkus haben, haben wir ja jetzt nur den Strom von einem Akku ausgeschalten. Dazu müssen wir dann, wenn wir den zweiten auch ausschalten wollen, hier auf diesen Pfeil nach links und diesen Pfeil nach rechts, da drücken wir jetzt mal drauf, dann sehen wir hier die beiden Akkus, mit denen wir verbunden sind. Weiß hinterlegt ist der 124, den haben wir gerade ausgeschalten. Jetzt gehen wir auf den 119 und ihr seht, der ist nämlich noch eingeschalten. Auch den müssen wir jetzt zack ausschalten und jetzt sind beide Akkus aus, das Auto ist tot. Gleichzeitig machen wir das wieder an. So schalten wir dann das Fahrzeug wieder an, gehen wieder auf den zweiten Akku und schalten auch hier wieder an. Jetzt ist das Fahrzeug wieder an, hat wieder Strom, alles funktioniert. Die gleiche Problematik oder die gleiche Thematik betrifft den Ladeschalter. Das funktioniert auf die gleiche Art und Weise. Auch die Ladung können wir hier stoppen, indem wir hier einfach ausschalten. Gehen hier wieder auf unsere Pfeile, gehen auf den nächsten Akku und auch hier können wir die Ladung ausschalten. Wir können auch nur von einem Akku die Ladung ausschalten und, und. Somit haben wir hier immer die Möglichkeiten, die Akkus getrennt zu schalten und zu verwalten, ein- und auszuschalten. Das spart uns natürlich den ganzen Sums mit aufwendigen Batterietrennschaltern und so weiter. Und das kann hier ohne Probleme erfolgen. Information heißt, jede Menge Information, wenn irgendwas wäre, würde hier entsprechend, wie ich vorhin schon erwähnt habe, ein rotes Lämpchen leuchten, Batterieüberspannung, Batterieunterspannung, Temperatur zu niedrig, zu hoch und so weiter und so fort. Was hier alles, Kurzschluss, was hier alles passieren könnte, dann kann man das hier ablesen. Im allerschlimmsten Fall steht hier, kontaktieren Sie uns. Hier haben wir eine Telefonnummer drin von mobilestromversorgung.de. WCS in Goch, wo eine Nummer drin steht, wenn da irgendwas wäre, dass man sich auch daran wenden kann. Natürlich aber auch bei uns, wenn wir die Akkus montiert haben, wo wir dann gern bei Fragen zur Verfügung stehen. So ist die App aufgebaut. Eins noch, hier in der Startseite sehen wir hier auch noch die Gesamtkapazität, 200 Amperestunden. Aktuell habe ich 149 zur Verfügung, das entspricht dieser 74%. Ihr seht, die App ist gar nicht so schwer von der Bedienbarkeit, ist relativ einfach vom Handling und sehr übersichtlich, sehr modern gemacht. Man kann hier in dieser App bis zu, ich müsste lügen, ich glaube, Götz hat mal erwähnt, 10 oder 11 Akkus, wo wir hier verwalten können.
Das ist jetzt, glaube ich, mein aktueller Stand. Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, aber um den Dreh rum reicht es auf alle Fälle für jedes Wohnmobil aus, weil mehr Akkus, glaube ich, hat keiner verbaut. Also wir haben, glaube ich, einmal 4 gehabt im Worst Case, aber bis zu 10 können wir hier ohne Probleme verwalten. Ja, so viel einfach mal zur Erklärung der App und der dementsprechenden Funktionsweise dieser App, wie was funktioniert. Wenn ihr dazu Fragen habt, gern in den Kommentaren jederzeit eure Fragen reinschreiben. Ich versuche natürlich immer alles zu beantworten, soweit es möglich ist, und euch das dementsprechende Feedback zu geben. Ja, ich hoffe, die Erklärung der App hat euch ein bisschen weitergebracht. Ich bin einfach mal durchgegangen, wie die App funktioniert, was man da alles zu beachten haben, wie wir das Passwort ändern, wo wir es ein- und ausschalten, wie man auf den zweiten Akku kommt und. Ich glaube, dass es schon eine hilfreiche Geschichte ist, damit man einfach mal nachgucken kann, wie denn eigentlich die Funktion dieser App wirklich ist und wie man es am besten ausliest, wie was zu bedeuten hat. Vom Grundsatz her ist sie eigentlich relativ einfach aufgebaut. Ich finde sie eigentlich ganz toll und sehr aufschlussreich, wenn man da reinguckt. Und sehr übersichtlich und relativ einfach in der Bedienbarkeit. Ihr seht, ich stehe noch in der leeren Halle. Wir haben alles aufgeräumt, alles ist sauber gezählt, alles ist dementsprechend vorbereitet. Montag geht es wieder richtig los, da raucht hier wieder die Hütte, da ist dann wieder alles voll. Heute haben wir die Zeit noch genutzt, ein bisschen unsere ganzen Sachen zu sortieren, viele Kleinigkeiten zu machen, unter anderem natürlich auch unseren Firmengabelstapler neu in neues Look zu verpassen. Den haben wir natürlich in unserer Firmenfarbe gestrichen und dementsprechend hier ein bisschen aufgeräumt. Da hinten steht er, ist gerade am Trocknen, schaut eigentlich ganz schick aus und ist auch ganz gut geworden. Und wir bereiten uns jetzt dann noch ein bisschen vor, ein bisschen Inventur übers Wochenende noch eingeben. Und dann haben wir eigentlich alles geschafft. Und wir freuen uns, ins neue Jahr zu starten am Montag, um wieder richtig Gas zu geben, dementsprechend neue Kunden und neue Umbauten zu kreieren und dementsprechend wieder richtig durchzustarten. Ich sage ganz lieben Dank fürs Schauen meiner Videos. Und wünsche euch noch eine schöne Zeit, ein wunderschönes Wochenende. Ich weiß nicht, wann ihr wieder das Arbeiten anfangt. Viele von euch arbeiten schon wieder, manche fangen am 8. an, manche sind schon wieder mittendrin, ganz unterschiedlich. Auch wir sind schon wieder am Start und fangen natürlich schon wieder los, intern, offiziell dann am 8. und sind wieder alle fleißig für euch da. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und schreibt mir gerne in die Kommentare über das Video der App. Wenn Fragen für euch noch auftauchen, was ungeklärt ist, bin ich gern bereit, natürlich da Stellung dazu zu nehmen. Und jetzt sage ich